So, es geht heute weiter mit Pokémon Schwert. Und ja, als nächstes sollen wir zum Stadion, denn ich kann ja Champ Cup stattfinden. Soll ich dich ins Goldstadion bringen? Ja, klar, gerne. Gut, dann los. Auf geht's. Auf geht's. So, da stehen wir vom Stadion und dann, können wir jetzt eigentlich loslegen. Dass mein Team halbwegs fit ist? Jo. Jo. So, dann jetzt mal auf Bubella. Einfach mal. Just for fun. Und der gute Hopp, der möchte was. Just. Da wären wir, im Scorch-Stadion. Krassesten Stadion Gala. Wirst du die allerbesten Kämpfer sehen. Wirst du die allerbesten Kämpfer sehen, die Welt je gesehen hat. Los, melde dich mal an. Ja, und der darf... Ja, leider nicht mitspielen. Kämpfen. Oder nicht mitkämpfen. Weil er verloren hat. Hallo, ich bin's Balduin. Du schaust aber drauf, dass du genau den richtigen Ball. Da war ich auch genau den richtigen Ball. Hier für dich. Hier, bitte sehr. Ein Traumball. Mit einem Traumball lassen sich schlafen. Pokémon. Soweit warten wir darauf eingesetzt zu werden, wenn man eine Pokéball kriegt. Hypnose oder Kälerbär. Schon faszinierend, dass man alles an einem Pokéball schickt, oder? Ja. Okay, los geht's. Okay, hallo, wir haben dich schon erwartet. Hallo, wir haben dich schon erwartet. Sieben Arena-Leitern zum Finale werden sie sich nicht zurückhalten. Wenn du schaffst, das Ziel zu gewinnen, dann schließe ich dem Champ gegenüber. Möchtest du den Wartebereich betreten? Gut, dann hier entlang. Und da stehen unsere sieben Kontrahenten. Die Frage ist, warum sieben? Weil eigentlich müsste es ja 8 sein, oder nicht? Wenn man mich fragt, wer von denen fehlt? 1, Kate war ja Ort Nummer 2. Yao, Kate, Kabu, Cider, Mac, Ness und Dings. Ness, wer fehlt denn da? Einer fehlt doch da. Ich weiß es nicht, wo stehen die alle? Da sind wir klar. 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7. Nee, es fehlt einer. Aber wer fehlt denn da? Ach so, ja, klar, natürlich. Papella. Naja, egal, gemein. Die Abschlussharmonie beginnt bei allen. Möchtest du den Kampf abgetreten? Okay, gut, was geht's lang, bitte? Genau, Papella hat gefehlt. Auf geht's. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Dilian, euer Champ. Ich erlaube mir mal das Wort für den Präsidenten. Natürlich wünsche ich mir jetzt die Trainer der geilen Region an diesem Wettkampf. Aber noch viel mehr will ich. Das ist der allerbeste Trainer unter euch. Mir alles abverlangt. Genug geredet. Hiermit klären wir euch das Finalturnier nun veröffnet. So, die Frage ist, wer ist unser Ergebnis? Halt! Nicht wirklich, oder? Plus Bettis ist der nächste. Unser erster Gegner. Gut, ist ja klar. Wieso Papella ist ja raus. Bettis wurde damals im neuen Arena-Leiter ernannt. Und dann könnte er tatsächlich der 8. Arena-Leiter werden. Jetzt wäre er der neun. Wo wollen die das denn machen? Bei 8 kann es so stehen. Finale, Halbfinale. Aber in 9. Ja, mal gucken. Irgendwas muss uns Witterspitz sicher dabei gedacht haben. Was ist das? Ich bin Bettis. Erinnern Sie sich noch an mich? Genau, der Bettis, der im Schmach und Schande disqualifiziert wurde. Ja, weil er mal eben kurz ein Fahrzeug von Gala abgerissen hat. Verständlich irgendwo. Bettis, das hat der Typ, der im Liga-Empfehlung geschrieben hat. Ich habe noch eine Rechnung mit Geschäftsbegleichen.
Ich weiß, dass es gegen die Regel ist, aber ich fordere jemand Team gegen ihn anzutreten. Ich verlange ein allerletztes Match. Wenn ich verliere, schwöre ich, meine Karriere schwöre ich, meine Karriere immer zu beenden. Was sagt man dazu, meine Damen und Herren? Qualifizierte Challenger Battles. Unbefugt auf dem Platz geschlichen. Hat die keinen Security-Dienst? Hat die keinen Security-Dienst? Hat die keinen Security-Dienst? Oder der hat ziemlich versagt. Meine Damen und Herren im Stadion zu Hause. Bitte gedulden Sie sich einen Moment. Die Veranstalter diskutieren hinter den Grüßen bereits, wie Sie fortfahren wollen. Ich weiß besser als jeder andere. Also nicht diese Forderung ist. Ich halte sich länger aus. Du hast mal eben kurz den Kokon geklaut und damit einfach kurz mal eben die Ruinen da abgerissen. Ich bin da vollkommen bei Rose, tatsächlich. Dabei habe ich nur die Befehle seiner Assistentin Olivia befolgt und die Wunschstelle gesammelt. Und dann hat sie diese verrückte alte Schachtel in mein Leben. Man kriegt es nicht von früh gespielt. Ich bin Pokémon Schub. Hast du eine Ahnung, wie sich das anfühlt? Wenn man sich nur vom Pink umgehen muss, Wenn man täglich mit vielen Pokémon kämpfen muss. Jetzt stehe ich hier und erzähle den ganzen Pan. Ja, ausgerechnet hier. Was ist mir geworden? Der Champ hat der Forderung des Eindringlings tatsächlich vertreten. Das war ein Traum, dass er irgendwann die Region mit den Trainern von allen Gelegenheit hat, das Köpfen zu prüfen. Mein Stolz ist noch nicht gebrochen. Na gut, dann schauen wir mal, wo jetzt gegen Patterson treten zu dürfen. Ich hatte damit ein bisschen gerechnet, ich wusste, dass er nicht gerechnet ist, aber ich hatte damit ein bisschen gerechnet, dass er Funk-Kippen, Attacken, schwach, das heißt, ich werde wechseln müssen. Ich habe so viel durchgemacht, sonst gibt es keinen. Gut, dann müssen wir was anderes machen. Dann gehen wir jetzt mal den Wechsel machen auf Tortunator. Oh, das hab ich lieb. So, mal kurz auf deinem. Das ist knurrt nochmal. Aber nicht diesmal. So, weg mit dem Flammenwurm und dieses Fluggewehr am Mist war. Besiegen gepackt. Das hat gepasst. So. Gardevoir. Probieren wir es mit einem Geist-Pokémon. So. Spupa. Was machst du jetzt wieder? Aber ich glaube, das Viech kann nämlich auch irgendwas dergleichen. So, die Fieserverteilung ist gesunken. Und da geht's nochmal drauf. Psychokinese. So, es sollte eigentlich fast reichen. Die gesunkene Spezialverteidigung. Ja. Verabschiede sie, Gardevoir. Galoppa jetzt, okay. Dann setze ich mal auf Motineva. Gehe ich auf Kehrtwender. Mit der Kehrtwender sollte es kein Problem sein. Okay, jetzt auf Psycho-Klinge. Wie auch beim letzten Mal werde ich schon Kampf zu Kampf entscheiden, wie ich weitermache. So, Mopeko. Ich weiß, dass es keine ist, aber es sollte reichen. Um das Haus zu gleichen. Ja. Jawohl! Tschüss, Galoppa!
Level 59 für Bluebella. So, was hast du jetzt noch? Silembrim. Versuchen wir es mit Bluebella. Ah, du hast die Ruhe weg. Du kannst wohl, du hast wohl jetzt schon gewonnen. Hm? So, dann hast du noch Silembrim. Kommt zwei hast du noch, oder? Ne, er hat nur eins. Ja, gut. Gehen wir auf Foxy. Okay. Davon habe ich fast gerechnet, dass er seinen Giga Dynamax noch einsetzt. Das habe ich jetzt fast nicht gerechnet mehr. Ich hatte nämlich erwartet, dass er jetzt noch sein. Aber es ist ein 3-4 Pokémon, ne? Ich komme nicht auf den Namen. So, die komische tanzende Puppe da, die schwarze, wie auch immer. So, erstmal auf Toxin. Okay, das Viech kann einen Flammenwurf. Damit habe ich jetzt was nicht gerechnet. Okay, dann fahre ich jetzt meinen Bluebella. Aber nicht ohne vorher noch einen Giftschock reinzuhauen. Was? Der alte Schachtel hat mir die Attacke beigebracht. Und jetzt benutze ich sie. Giga Sanktion. Okay. Das ist alles klar. Na gut, ich kann was nicht verlieren mehr. So, was haben wir denn noch? Dann gehe ich auf Intellion. Ich brauche keinen Dynamax. Okay, das Thema hat sich jetzt Das Thema hat sich jetzt gerade erledigt. Vielleicht soll jetzt auf den Chinesen dein Links jetzt weg sein. Moment, ich glaube, ich war gerade auf das Ende von meinem. Na, fast. Zehn KP hat's noch. So, probieren wir es jetzt mal mit dem Hypertrank noch schnell. Oh, hab ich noch einen Hypertrank irgendwo? Genesung. Machen wir mal so. So, dann erfahren wir, dann wird das Zylindrin durch die Gift draufgehen. Wieso das Thema dazu? Nein, tut es nicht. Er probiert es ebenfalls mit der Heilung. Dann setzen wir jetzt auf Dynamax. Und damit müsste das Ding eigentlich fast gewonnen sein. Tschüss. Ich glaube, dass es das Ende ist. Okay, diesmal wird es nicht direkt weggespielt. Könnte jetzt aber das Ende sein. Jetzt ist es auch. Und dann haben wir doch am Ende. Das Zylindrum war ziemlich zäh, aber wir haben es am Ende noch geholt. Doch, das war Level 59, 65 Multinehmer und 61 Interior. Und damit ist das Ende für Battles. Das endgültige Ende. Er hat ja gesagt, er möchte sich zurückziehen, wenn er den Kampf gegen verliert. Und was hat er hiermit auch getan? Aber es war weit. Aber im Moment konnte ich eigentlich plötzlich auf den Film-Pokémon zeigen. Ich hab verloren. Die Entscheidung ist gefallen. Kämpfer sein überragendes Team am Bett ist mal wieder in die Knie gezwungen. Hey, bitte, ist gut gekämpft. Was? Ich? Wir waren der Comeback-Trainer. Gib mich auf. Ein Comeback? Soll das ein Witz sein? Ich hab verloren. Da
Damit habe ich meine Revanche in den Sand gesetzt. Ich wollte meine Karriere-Trainer jetzt alle mal auf eine Nagel lenken. In diese alten Schachtelsand kommen. Und jetzt wollen alle, dass ich bleibe? Das ist alles nur deine Schuld. Wegen dir bin ich dazu verdammt, immer der Arena-Leiter der Fehler-Arena zu bleiben. Naja, wenigstens soll es nicht so lange dauern, bis ich Verpeller betroffen habe. Ich bin immerhin einer Tutorin. Hören Sie das, meine Damen und Herren. Das ganze Stadion wird über die beiden, den beiden jungen Trainern zu. Was für eine Atmosphäre. Doch ja, zieht sich Käfer eine kurze Pause in den Wartebereich zurück, um sein Team nach diesem unerwarteten Kampf wieder aufzubetteln. Boah, dieser Auftritt von Bettis war sicher eine große Überraschung für dich. Wenn du bereit bist, ergib dich wieder zurück auf den Kampfplatz. Das Finalturnier geht jetzt los. So, ich gucke mal, wer euch mein Team heilen muss. Nö, muss ich nicht. Nur die Frage ist, wer wird mein nächster Trainer werden, Gegner werden? Ich glaube, es ist Yaro, ich bin mir aber nicht sicher. Und damit würde ich sagen, wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schwert. Und dann geht's endlich in den ins Finalturnier. Bis dahin, tschüss.